Südtirol gegen Trentino gleich 8-mal findet dieses Duell am 7. Spieltag in der Fußball-Oberliga statt. Der Tabellenzweite St. Georgen in den roten Trikots empfängt vor eigenem Publikum Vipo Trient und geht Mitte der ersten Halbzeit verdient in Führung. Ekechia, der spielt kurz zu Pifrada, dann die Flanke auf Alessio Fanello und der Ball zappelt im Netz, das 1:0 für St. Georgen in der 24. Minute. Für Fanello ist es das erste Meisterschaftstor in dieser Saison. Eine Viertelstunde vor Schluss spielt Michael Chia zu Martin Ritsch, wunderbar die Annahme mit der Brust und dann erhöht Ritsch auf 2:0. Das ist auch die Entscheidung in dieser Partie. St. Georgen bleibt damit zu Hause noch ohne Punkteverlust. Jetzt haben wir 7 Spiele hinter uns mit 5 Siegen und 2 Unentschieden, mit nur 2 Tore kassiert. Sind wir Zweite in der Tabelle, weiter im Italienpokal. Was können wir noch mehr verlangen? Bis jetzt passt und wir hoffen, dass es noch so gut weitergeht. Lana in Weiß-Rot will daheim gegen Rotaliana die 1:5-Klatsche vom Mittwoch in Tramin wiedergutmachen. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit gehen die Hausherren auch in Führung. Ecke Gasser, Neokapitän Andreas Nicoletti steht goldrichtig und netzt zum 1:0 für die Gastgeber ein. Für Nicoletti ist es Saisontreffer Nummer 2. Nach der Pause haben die Gäste ihre stärkste Phase. Monenti zu Imperatore, der leitet den Ball weiter auf Tommaso Moser, der 1:1 Ausgleichstreffer von Rotaliana. Toll gemacht von den Trentinern. Moser verwandelt eiskalt, Tenderini kann nicht abwehren. Und wir sind bereits in der Schlussminute. Alle rechnen schon mit einem Unentschieden. Dann legt Philippin für Nicoletti ab. Der verstolpert die Chance. Die Kugel kommt aber genau vor die Füße des kurz zuvor eingewechselten Lucas Santa. Und der entscheidet das Spiel. Für Santa, Jahrgang 2001, ist es das erste Oberligator überhaupt. Und das auch noch ein ganz wichtiges. Neben St. Georgen und Lana feiern auch noch St. Martin Moos und Tramin einen Dreier. Die restlichen 4 Begegnungen gehen ans Trentino. In der Landesliga ist Tabellenführer Naturns im traditionellen gelb-blauen Trikot am 8. Spieltag klarer Favorit gegen Albains. Und die Hausherren starten auch wie die Feuerwehr. 6 Minuten sind gespielt. Federico Conce mit dem langen Pass auf den erst 17-jährigen Tobias Bichler. Der bleibt eiskalt und netzt zum 1:0 für die Gastgeber ein. Bichler, ein Riesentalent, erzielt bereits sein 4. Meisterschaftstor. In der 22. Spielminute Einwurf Gregor Hofer auf Peter Mayer. Der überlässt die Kugel an Stefan Lampacher. Das 2:0 für Naturns. Dabei bleibt es bis zur Schlussminute, auch weil Naturns 2 Gänge zurückschaltet. Dann fault Gregor Hofer im Strafraum Matthias Mayer am Dinkhof. Das gibt natürlich 11 Meter und den verwandelt sicher Denis Fanani. Sein später Anschlusstreffer ist aber nicht mehr als Ergebnis Kosmetik. Naturns gewinnt mit 2:1 Toren, der 7. Sieg im 8. Spiel für den Tabellenführer.